come and get it. Hallo Leute, hier ist mal wieder euer Peter Mupfel mit einem neuen Special Report. Heute aber mit Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. Und zwar habe ich mich hier in die Open Beta reingeschmuggelt. Naja, reingeschmuggelt, man kann einfach beitreten. Und ihr habt es ein bisschen angezockt und habt euch jetzt so einen Zusammenschnitt erstellt, damit ihr euch selbst eine Meinung bilden könnt. Hier zum Anfang seht ihr, dass man seinen Charakter erstmal erstellen muss. Das dauert so im Durchschnitt 20 bis 30 Minuten. Wenn man sich ein bisschen reinkniet und seinen Charakter ein bisschen schön machen will, ja, das habe ich, wie gesagt, auch tun müssen. Und jetzt, wie gesagt, gehen wir dann schon in die Einleitung rein, die ich euch natürlich nur ganz kurz zeige, weil das ist ja ein Video. Und das kann sich ja jeder dann selbst angucken, wenn er das Spiel gekauft hat. Das sind so die ersten Eindrücke oder der erste Eindruck, wenn man Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands betritt. Und ich muss ehrlich sagen, ich war schon begeistert, also sie haben sich richtig Mühe gegeben. Guckt euch die Grafik an, der Gräser und der Blätter und der Bäume und all den Kram und auch die Menschen. Also die Texturen sind super gelungen, finde ich. Es ist ein sehr schönes Spiel, allein wegen der Grafik überlege ich mir das Spiel zu kaufen. Ich war zum Anfang ein bisschen enttäuscht, weil es mich nach den ersten 2-3 Missionen so an Tom Clancy's The Division erinnert hat. Da war ich auch erst begeistert und dann wurde es schnell langweilig, weil die Mission immer dasselbe war oder man ewig in der Gegend rumgerannt ist. Hier kann man Gott sei Dank Autos und Flugzeuge und sogar die Helikopter benutzen. Man kann Panzer fahren bzw. gepanzerte Fahrzeuge. Richtige Panzer habe ich noch keine gesehen, können aber vielleicht auch in dem Spiel drin sein, wird sich dann später zeigen. Ihr seht jetzt neuer Einsatz, das ist so mein erster Einsatz, den ich mit meinen 3 Computerkumpels da erledigt habe, die folgen einem immer. Da braucht man sich gar nicht groß drum zu kümmern, man kann ihnen auch Befehle geben, habe ich aber noch nicht so richtig ausprobiert, außer Angriffbefehl, das war so ziemlich das Einzige, den seht ihr jetzt auch gleich, wenn ich losfahre. Ne, glaub Steuerkreuz nach oben und dann gucken die da raus und sind zum Angriff bereit, wenn sie irgendwas sehen, auf was es lohnt zu schießen. Na, was ist mit euch? Da sind sie. Naja, gut. Also wie gesagt, ich bin hin und her gerissen. Die Steuerung, gehen wir mal zur Steuerung. Da habe ich so Schlechtes gesehen bei YouTube über die Close Beta. Und muss also sagen, so schlecht ist sie gar nicht. Wenn man sich ein bisschen dran gewöhnt hat, ist sie ja, relativ realistisch, soweit es möglich ist. Ein bisschen schwammig, der ganze Kram. Aber da muss wahrscheinlich Ubisoft noch ein bisschen trainieren, bis sie das so gut hinkriegen, wie es bei GTA 5 zum Beispiel ist oder GTA Online. Wie ihr seht, muss ich jetzt oder bin ich jetzt hier in Nebeneinsatz, ein Konvoi, der wiederholt sich. Aber es sind auch Haupteinsätze drin, die einzigartig sind, sag ich mal, und auch echt Spaß machen. Und das Schöne ist, man kann sie alleine spielen, man muss sie nicht alleine spielen. Man kann auch bis zu 4 Spieler können zusammen einen Trupp bilden, das heißt also ihr und noch 3 Freunde oder auch Fremde, die man sich suchen kann. Das kennt man ja schon aus The Division, da war das ja auch möglich, dass man Fremde eingeladen hat, ne? Aber ich hatte dann später Glück, dass der Nixnux und der Waldany sich dazu gesellt haben. Später dann auch noch der, jetzt komme ich nicht auf seinen Namen, sage ich dann nachher. Minecraft-Schwee, haha, der kam dann auch später noch dazu. Der ist aber, glaube ich, nicht im Video drin. Okay. Ihr seht, ich baller hier rum wie ein Weltmeister, um die Nebenmissionen zu erfüllen und zu Ende zu kriegen. Ihr seht, ich werde ziemlich oft getroffen. Ich soll vielleicht in Deckung gehen. Ich habe es natürlich nicht auf Schwert stehen, sonst wäre ich schon längst tot. Da ist es sehr realistisch, da kriegt man eine Kugel ab und dann ist man platt, ne? Okay. Gut, jetzt habt ihr einen Nebeneinsatz gesehen. Den ich auch noch abgeschlossen habe. Katari hat Eier, das muss man ihm lassen. Gib ihm den Finger und er nimmt die ganze Hand. Wenn er uns zu Judy und Polito bringt, ist es das wert.
Raus aus dem Auto, sofort. Machen Sie es nicht schwerer als nötig. Ich war zum Anfang ein bisschen schockiert, weil ich denke, oh, man muss da ja ewig hin und her fahren. Dem ist aber nicht so. Aber guck mal hier, da kann immer jemand verhören. Warte mal. Spuck's außer Gesicht. Ich rede, okay? Ganz ruhig. Da hat man Infos, man kann auch Punkte und Versorgung besorgen oder markieren, besser gesagt. Die anderen holen das dann später. Und wie gesagt, mit den Entfernungen ist es nicht ganz so schlimm, auch wenn man da in den Anden da hoch und runter fährt, ne? Und so serpentinmäßig. Ist aber alles nicht so schlimm, es ist alles nicht so weit entfernt und man kann das in relativ kurzer Zeit die Strecken hinter sich bringen. Natürlich kenne ich jetzt nur zwei Provinzen, das heißt Teile davon. Es soll ja komplett Bolivien sein, also ich denke, das wird noch ein bisschen größer sein. Da kann auch passieren, dass die Fahrerei länger wird oder Fliegerei. Allerdings habe ich schon gesehen, dass es auch Blitzreisen gibt. Habe ich allerdings noch nicht ausprobiert. Und ja, sage ich jetzt einfach mal nichts dazu. Ihr seht, jetzt hier in dieser Mission ist jetzt nix nux und Waldani beigetreten und wir sind zu dritt im Moment, um da den einen Typ noch zu verhören, um auch wieder neue Sachen rauszukriegen. Da seht ihr, eine Handgranate geht hoch, also ist schon echt was los in dem Spiel. Kaufempfehlung, Ich werde mir es wahrscheinlich holen. Ich bin mir nur nicht sicher, ob ich mir es gleich hole oder ob ich noch ein bisschen warte. Also vorbestellt habe ich mir es noch nicht, weil es mich nicht 100% überzeugt hat. Allerdings muss ich sagen, dass der Spielwitz und der Spielspaß nicht nachgelassen hat, nachdem ich ein bisschen länger gespielt habe. Nee, ich muss sogar zugeben, es macht mir jetzt mehr Spaß als zum Anfang. In jedem Fall ist es nicht laufend ein verschneites New York, was mir tierisch auf die Nerven ging. Hier sind wir wenigstens auch hin und wieder in der Sonne, auch wenn die Nächte hier relativ lang sind. So, jetzt seht ihr hier ein Geländemotorrad oder so mit genanntes Enduro und mit der fahre ich wahnsinnig gern hier rum. Weil man fällt nicht runter. Ist natürlich nicht besonders realistisch, finde ich persönlich aber klasse, weil man mit dem Ding einfach rumheizen kann. Das wollte ich euch noch zeigen. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen gefallen und ihr wisst jetzt, was ihr machen müsst. Entweder das Ding kaufen oder nicht. Also ich meine das Game. Und ja, ich bin für heute mal wieder raus. Wünsche euch was, bis zum nächsten Video. Euer Peter. Ciao Leute. Das ist der Stützpunkt der Unidad. Wir suchen nach dem Hauptmann, der mit Juri und Polito in Kontakt steht. Wir brauchen das Ziel lebend. Verstanden. Ruhe.